Geht immer weiter hier, ne? So. Dann würde ich sagen, tschüss. Zack. Dann kommt die High Potion hier rein. Habe ich hier sonst noch was, was ich auf die andere Seite packen kann? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Wäre cool, wenn wir noch einen Autoschutzengel bekommen, damit wir noch eins hier reinballern können. So, dann machen wir jetzt die Mission Sammle Herzen in Halloween Town. Naja, beende deine Vorbereitung und so, ist mir schon klar. Genau hier. Besiege Herzlos in Halloween Town und sammle Herzen. Nimm dich auch vor Schneekristallen in Acht. Machen wir. 175 Tage zockst du schon, hast du nichts zu tun, fragt Zaza. Scheinbar nicht, nee. Du, du, du. Stimmt, haben wir hier nicht eigentlich schon Herzen gesammelt? Eigentlich ziemlich unnötig, weil wir das schon mal gemacht haben, aber egal. Hier kommt jetzt nichts Besonderes. Das war erstaunlich leicht. Hier liegen echt viele Knochen rum, ne? Ich darf wahrscheinlich gleich noch mit Zero hier ein paar Knochen auf Knochentour gehen. Ich schätze mal, der wird wieder hier sein, der Zero. Das sollte reichen. Was denkst du, Zero? Der Doktor hat's für mich gebaut. An Halloween mache ich meine Lampe an und habe einen großen Auftritt. Die können sich auf eine Überraschung gefasst machen. Ups, ich komme zu spät. Schnell zurück zum Labor des Doktors. Sei ein guter Junge, Zero. So, was macht die Lampe hier? Ich kann die Lampe bestimmt anmachen. Bestimmt, ja. Nur, was es mir bringt. In diesem Augenblick hätte ich mir gewünscht, dass ich Ether mitgenommen hätte. Habe ich vielleicht Ether bekommen?
Hallo? So, Mina fragt, ist jetzt besser mit dem Monitor? Und noch die Kürbisse fürs Feuer. Aha, das kann man auch machen, stimmt schon. Ja, also... Das Bild des Monitors ist jetzt wieder dauerhaft da, weil, wie gesagt, meine erste Vermutung, das ist ein Kabel. Das geht wirklich. Dass es am Kabel liegt, hat sich da bestätigt. Der Geruch ist zwar immer noch da vom Monitor, aber... Ist halt so, habe ich mich jetzt mit abgefunden. Weil weiter passiert ist bis jetzt nichts. Der Monitor ist genauso heiß wie zuvor. Er wird auch nicht wärmer. Und der Geruch mit diesem, was ich ja vermeinte, mit diesem verschmorten Metall sei schon, mit diesem verschmorten Plastik und so, der wird auch nicht stärker. Der bleibt konstant, so wie er ist, und ist auch nur leicht. Das ist kein... Weiß nicht, ob man das kennt, dieser Elektronikgeruch halt, ne? Dieser elektronische Plastik-Mischgeruch. Voll das Rätselspiel hier. Daneben aus dem Fenster werfen. Genau das. Sobald der Monitor anfängt zu brennen, wird er weggeschmissen. Halt! Wer ist da? Ah! Dass du mir wieder darauf reinfällt, Zorgsas. Na, ihr Kinder schon wieder. Du darfst hier nicht durch. Die Straße ist gesperrt. Fangen. Na, aus dem Weg. Sagen, vernichten sie mich selber damit. Muss gar nichts machen, die hauen sie schon selber vor. Ich weiß gar nicht, dass ich das kann. Hier mit diesem Hui. Ja, okay. Okay, okay, wir geben auf. Entspann dich. Sagt mir, warum ihr den Weg versperrt. Na, wenn wir das nicht täten, würdest du da reingehen und... Ach, nichts. Und was? Was ist da? Nee, 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 nichts. Genau, jede Menge davon. Keine Streiche mehr, versprochen. Bitte lass uns gehen, bitte. Streiche? Mir in die Quere zu kommen war ein Streich? Warum? Weil es Spaß macht. Spaß? Das verstehe ich nicht. Macht es aber.
Streiche sind super. Sie selbst. Ja. Das ist unsere Chance. Weg! Und kleine Kinder verprügeln wie herzlos. Ja. Na, wir haben ja kein Herz. Also ja. Mir gefällt die Idee mit der Lampe ja gut, aber... Ich wünschte, die ganze Sache hätte noch etwas mehr Pep. Weg hier! Wohin? Zu unserem Geheimversteck. Die drei haben bestimmt nichts Gutes vor. Warte mal. Etwas mehr Pep. Explosionen? Explosion! Das ist perfekt! Pyrostein. Lol. Das war Zufall. So, wir haben alle Truhen gefunden. Perfekt. Kunst ist eine Explosion. Bist du jetzt Daedera? Oder Daedera? Anzaza? So schnell weg mit dem. So, Zero füttern wir gleich nochmal. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier stehe und die Geister kommen hierher. Gut, haben sie gut. Haben sie gut getimed. Kann der runterkommen da? Kann ich nicht gegen den kämpfen. So geht's doch schon besser. Und Zaza schrieb, und da Personen ohne Herz nichts von Kunst verstehen, verstehe ich auch Explosionen nicht. Richtig. So geht das schneller. Schub, dub, dubi, dub, dip, dip, dibi, dub, bibi, 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 Ja.
Wir haben es ja gleich geschafft. Gleich sind wir hier mit doch komplett durch. Und zwar in Halloween. Es ist Halloween. Halloween. Okay, hör mal auf ihn anzuvisieren. Danke, Roxas. Nett von dir. So, na, ich gehe direkt zurück. Ich hab nämlich keine Lust. Ich meine, ich könnte das noch voll machen und so das Ziel, aber bringt uns eh im Endeffekt nichts, weil ich ja keine 100% anstrebe. Das habe ich ja schon mal gesagt und so. Und deswegen. Außerdem wollen wir die neue Welt sehen. Und ich will den Knochen mit nach Hause nehmen. So, Feuer, Blitz, Blitzrezept, Eisraurezept, Donnerstein. Okay. So, Tag 176. Wir sind auf jeden Fall schon über der Hälfte. Glaube ich. Jetzt überlegt so, 180. Wie viele Tage haben wir? 358. Naja, noch nicht ganz bei der Hälfte, wenn man es genau nimmt. Oder etwa doch. Beende deine Vorbereitung und mach dich auf den Weg. So, ja, dann machen wir jetzt hier. Besiege den Wellenberg. In dieser neuen Welt ist ein Wellenberg aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Nimmerland. Das ist also Nimmerland. Wie heißt nochmal der Herzlose, nach dem ich suche? Wellenberg? Er muss hier irgendwo sein. Ja, und wie man sieht, ist die Welt ein bisschen anders, ne? Also, wir kennen ja das Nimmerland nur entweder aus der Perspektive von London, bei dem wir auf diesem netten kleinen großen Uhrenturm waren, oder auf dem Piratenschiff. Jetzt sind wir aber gerade hier auf der Insel. Schneller, Smee, häng dich richtig rein. Aye, aye, Captain Hook. Diesmal liegen wir richtig. Der Schatz muss hier sein.
Wäre eine nette Abwechslung nach all den Fehlschlägen, was, Captain? Wenn wir genauso viel Glück wie beim Finden der Schatzkarten haben, sind wir bald reich. Haha, irgendjemand wird sich gewaltig ärgern, sie verloren zu haben. Schatzkarten? Genug geredet, Herr Smee, bewegt die Schaufel. Ei, ei. Captain, Captain, ich bin auf etwas gestoßen. Ja, lass mal sehen, was für einen Schatz wir gefunden haben. Verdammt, wieder eine Niete. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir haben doch immer einen Haufen anderer Karten. Verflucht. Wenn wir den richtigen Schatz nicht bald finden, schnapp ihn noch jemand weg. Das Gold gehört mir. Niemand anderes darf es haben. Niemand! Captain? Ja, noch mehr Herzlose? Lauf, Smee! Captain! Ei, ei! Gut, jetzt kann ich die Herzlosen erledigen. Autsch. Sehr gut. Aber warum ist da so eine dunkle Aura dran? Lauter Müll, warum sind die Herzlosen einfach so aufgetaucht? War dieser Schatz eine Falle? Oder sind sie aus einem anderen Grund aufgetaucht? Irgendwas an dem Kerl schien etwas merkwürdig. Ist das ihr Schiff? So, Windflash schreibt, ich hau mich schon mal hin. Gute Nacht, viel Spaß noch. Dankeschön, bis zum nächsten Mal dann, lieber Windflare. Wir werden jetzt auch nur noch die Welt hier beenden. Und dann werde ich leider auch schon wieder aufhören. Denn, wie gesagt, ich muss auch wieder früh raus und so. Und deswegen nicht mehr allzu lange, ne? Wir machen noch hier die Welt zu Ende, die Mission. Und dann war es das auch wieder. Setzen Sie einen Kurs, Herr Smee. Wohin, Captain? Dahin, wonach der... Dahin, wonach der nächste Karte ein Schatz vergraben sein soll. Ich gebe nicht auf, bevor wir Gold gefunden haben. Du wirst mir den Schatz finden. Und wenn du jeden Quadratzentimeter dieser Insel umgraben musst... Mina schreibt, nein, geh nicht auf. Hä? Kann ich dir helfen? Du willst, dass ich zu dem Schiff gehe? Aber wie? Es ist zu weit entfernt. Ich kann mir schließlich nicht einfach Flügel wachsen lassen und rüberfliegen. Hey, was ist das? Es leuchtet.
Du willst, dass ich springe? Warte. Willst du damit sagen, dass ich fliegen kann? Also gut, okay, ich glaube dir. Ich hab's geschafft. Ich kann fliegen. Aber liegt das an dem Zeug, das du auf mich gestreut hast? Auf Wiedersehen. Okay, was jetzt? Soll ich zu dem Schiff? Nein, ich bin hier, um den Wellenberg zu erledigen. Tut mir leid, sie im Stich zu lassen, aber ich darf nicht riskieren, gesehen zu werden. Die Mission hat Vorrang. Sasa schreibt, Martox ist wieder ganz schön abgehoben. So, Autogleiten. Du kannst jetzt Autogleiten verwenden zum Schweben. Drücke beim Springen Y. Mit Y kommst du höher. Drücke B, um zu sinken. Du kannst mit Steuerkreuz dich frei bewegen. Ich will zum Schiff. Ist mal ungewohnt hier. So. Erstmal ans Fliegen hier ein bisschen gewöhnen. Ja, ach komm, ich lasse jetzt in Ruhe. Ich suche jetzt mein Ziel, was ich hier besiegen soll. Nur keine Ahnung, wo das sein soll. Oder ich muss erstmal alle Gegner besiegen hier. Nee. Wo ist denn der jetzt? Kann nicht einfach verschwunden sein. Ja, hier geht's zurück. Jetzt hast du genug Luftkampf, sagt Sasa. Ja. Scheinbar. Bis
siege den Wellenberg. Ja, wo soll der sein?